Das ist natürlich ein Todesfehler, oder? Man muss natürlich schon die Zeit abwarten. In diesem Revier hätte ich jetzt vor, dass wir ein paar Stücke erwischen von den schmalen. Also das ist jetzt sicher einer von den besten Zukunftshirschen. Das Richtige wäre, wenn man solch einen Hirsch 12, 13 Jahre alt werden tät. Ich denke aber, dass es in der Summe ein gelungener Ansatz war.